Hallo ihr Lieben, es tut sich ja so viel im Moment, man kommt ja langsam schon gar nicht mehr mit und manchmal möchte man auch gar nicht mehr mitkommen. Also ich habe mir heute früh auch erstmal eine Auszeit gegönnt. Kaum habe ich den Rechner wieder angemacht, bling, 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 mit den neuesten Nachrichten. Ich meine, was zu erwarten war, ist ja gekommen. Lockdown Deutschland. Das wundert ja nun wirklich keinen mehr. Es wird tatsächlich Weihnachten, Silvester platt gemacht, aber wir haben ja noch nicht Weihnachten. Ja, da ist ja noch ein bisschen Zeit hin. Es tut sich ganz, ganz viel, was wir so mitbekommen. Und ich denke mal, wir alle haben die Hoffnung, dass sich auch da, wo wir nicht so viel mitbekommen, ganz, ganz viel tut. Dass es also nicht nur sichtbar rumort und wir weiter Angst und Panik kriegen sollen, sondern dass es auch unsichtbar positiver wird. Das ist eine, also im Moment habe ich das Gefühl, die Hoffnung muss einfach sowas von stark sein bei uns, größer als bisher noch, weil das Offensichtliche, was einen sehr unentspannt macht, erheblich zunimmt. Ich habe mir kurz Notiz gemacht, was ich alles so mitgekriegt habe, viele von euch vielleicht auch, aber es kommt jetzt auch so viel zutage, das ist ja horrende. Eine Frage, die sich ja viele stellen, so ich auch, warum verdammt nochmal machen alle mit? Und zwar natürlich nicht nur die, die Fäden ziehen und auch nicht nur die, die Masse, die bis heute denkt, alles ist normal und muss so sein und nichts ist dahinter, sondern die ganzen sämtlichen Bereiche dazwischen. Die Polizisten, die Anwälte, die Ärzte, die Apotheker, die Lehrer, warum machen alle mit? Da sind mit Sicherheit auch so einige dabei, die das nicht ganz so toll finden, was geschieht. Es kann doch nicht wirklich sein, dass jeder einfach nur Angst um seinen Job hat oder sein Business hat und deshalb alles mitmacht, auch wenn er da gar nicht hintersteht. Es ist doch unglaublich, jetzt muss ich mal ganz deutlich sein, ich habe hier gerade eine Katzenversammlung, ich finde langsam, es ist ein Armutszeugnis der Menschheit, was hier zutage tritt. Und zwar bedauerlicherweise des größten Teils der Menschen. Und das ist so traurig. Ja, aber es nützt nichts. Auch da müssen wir weitermachen. Ich meine natürlich nicht die, die denen bewusst ist, was hier geschieht und die versuchen zu informieren und aufzuklären und machen und tun im Rahmen der Möglichkeit und was uns einfällt. Aber im Großen und Ganzen ist es doch unglaublich. Und da möchte ich jetzt gerade Video von heute von Miriam, schaut es euch sofort an. Also ich versuche alles Mögliche unten reinzupacken, dass ihr die Videos, von denen ich spreche, auch wiederfindet, teilweise YouTube, teilweise Telegram. Video von Miriam heute früh, dass die Tests manipuliert sein könnten, sag ich jetzt mal. Und dieses würde beweisen, dass eben die Apotheker mitmachen. Und eben auch alle, nicht nur mal hier einer und da einer. Und auch die Ärzte, die das mit den ganzen Tests und ich weiß nicht was weitermachen. Es ist doch so unglaublich, dass so wenig Menschen noch Charakter haben. Ja, ist trotzdem so. Aber da wieder auch eine positive Sache. Ich habe ja im letzten Video gesagt, es ist so traurig, dass die Promis, die vorher kritisch unterwegs waren, dass man davon jetzt keinen hört. Schon kam rein, dass einer meiner Lieblinge, und zwar Hannes Jennecke, bei den Querdenkern ist und für die auch Werbung macht. Also das hat mich wirklich gefreut. Der gehört ja auch zu den Kritikern. Also super. Also auch wieder mal was Positives. So, und jetzt wieder die Frage, warum machen alle mit? Da habe ich Andreas Popp gehört und der hat sich nämlich auch diese Frage gestellt. So kam ich dann wieder auf dieses Thema. Und der sagt, es kann doch nicht sein, dass die alle mitmachen, so ungefähr. Haben die alle Leichen im Keller oder was ist das? Sprich, sind alle erpressbar. Ich denke, sowohl als auch. Es ist die Angst vorm Job, die Angst, das Business zu verlieren. Was weiß ich, was manch einer doch für Dreck am Stecken. Ich nenne ja keine Namen, ich weiß ja auch nichts. Aber man stellt sich doch wirklich diese Frage. Und wir haben ja nun wirklich eins gelernt, im Zweifelsfall kommt es einfach mal noch schlimmer, als wir es schon wissen. Uns haut ja langsam nichts mehr um. So, also wir hoffen, dass es im Untergrund auch
positiv brodelt. Dann, apropos, Richtung USA kam die Meldung raus, dass der Kongress bekannt gegeben hat, dass aktuell nach wie vor kein Präsident gewählt wurde. Also, das ist alles nach wie vor in Arbeit, auch wenn die aktuellen Infos, die rauskommen, ja, uns nicht wirklich so positiv stimmen, aber da mag noch was kommen. Dann auch positive Geschichten, die am Rande durchkommen. Eine riesige Razzia bei Menschenhändlern. Unsere Welt ist so schlimm und es kommt jetzt so hoch. Aber es ist ja positiv, wenn da mal Karamba gemacht wird. So, dann kommen wieder Beweise dafür rein von nicht nachvollziehbaren, merkwürdigen Fantasien, die gesamte Bevölkerung horrende zu reduzieren. Na, ich nenne es mal nicht Beweise, ich nenne es mal weitere Gerüchte. Super interessant am Rande, dafür jetzt mal wieder danke Monika, die hat mir den Link geschickt und überhaupt, du weißt ja Monika, danke. Und auch dein Walter, also euch beiden, danke, danke, danke. Zum Klima. Ja, also erstaunlicherweise ist ja der aktuelle Irrsinn fast genauso wichtig wie die Rettung des Klimas. Und da muss man sich auch immer fragen, ja, ist das jetzt wirklich so wichtig? Und da, super Video, dass das, was den Klimawandel, den wir haben, dass das ein ganz normaler Klimawandel ist. Also ich meine, ich persönlich und viele andere auch finden das natürlich nicht verkehrt, wenn man sagt, wir Menschen sollten schon bewusst mit der Umwelt umgehen und nicht lauter Mist draußen verteilen, in welcher Form auch immer, um die Natur zu zerstören. Aber trotz alledem hat das mit dem Klimawandel, so jetzt das Video, was ich gesehen habe, unten reinpacke, nur marginal was mit dem Klimawandel zu tun, sondern es ist ein ganz normaler Klimawandel, wie die Welt es im Laufe der Geschichte immer wieder hat. Und dann muss man sich natürlich wieder fragen, okay, aber warum wird dann da so viel Wert drauf gelegt, Thema Klimawandel so hochzubringen? Ja, inzwischen braucht man gar nicht mehr nachdenken, es gibt ja immer nur noch eine Antwort, Geld. Geld, 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 Geld. Das ist so langweilig. Das kann doch nicht das Leben sein, immer nur mehr Geld zu scheffeln. Was wollt ihr denn damit? Sucht euch doch mal Hobbys. Naja, super spannend, weil ich habe auch immer gesagt, nee, ist doch gut, wenn die Leute drauf achten. Ja, aber wenn wir auch da getüdelt wurden, einfach nur, um da wieder eine neue Idee zu haben, Knete zu machen, dann Fanny schaltet hier gleich mal, hörte, den Rechner aus. So, dann kommen auch immer mehr, das werdet ihr alle mitbekommen haben, Infos raus, dass die Impfung, die jetzt raus ist, ob getestet wird, geimpft wird, ist ja langsam völlig egal. Jetzt hast du es geschafft. Was hast du denn jetzt gemacht? Bin ich noch da? Ah, Sunny hatte mich eben doch lahmgelegt, eine Taste gedrückt. So, das war der Punkt. Dass erhebliche Schäden entstehen und leider wirklich Menschen sterben. Dann sind ja viele am Ball und versuchen was zu machen. Und so auch die Informatiker, die Hacker. Jede Gruppe, ich finde das so super, die Hacker. Versuchen da mal so ein bisschen ranzukommen an den Impfstoff. Und die versuchen jetzt, die Kühlkette zu stören. Bleiben wir beim Impfstoff. Trump hat ja jetzt rausgegeben, die Impfung ist da. Der Impfstoff ist da und er redet von Pfizer und ich will jetzt keinen Pfizer nennen, noch eine zweite Firma. Der erste Gedanke war ja, er meint vielleicht gar nicht den Impfstoff, sondern das ist ein Codewort, das was anderes unterwegs ist. Nun gab es gestern in unseren deutschen Nachrichten die Info, nein, Trump hat den Impfstoff parat und er will alle Amerikaner gratis impfen lassen. So, und dann habe ich natürlich gedacht, Mist, ist doch die Impfung und nicht die Rettung der Welt. Aber Moment mal, er kann ja nicht sagen, das kriegt ja jeder mit, ich habe den Impfstoff, der geht jetzt raus. Und auch wenn er damit was anderes meint, dann muss er den Impfstoff ja trotzdem rausgeben. Sonst würde ja jeder denken, der das 1:1 nimmst, was erzählst du da von Quatsch? Also warten wir da mal weiter ab. Wir haben ja keine andere Möglichkeit. Die Infos pudeln ja rein von den Quellen, die Welt jetzt wirklich vernetzt sind. Und das tröpfelt dann durch und durch. Und das ist wirklich das Tolle. Eine Sache habe ich noch zum Lockdown in Deutschland. Wir oder auch ich kriegen ja nicht weltweit komplett mit, was woanders geschieht. Aber ich finde es sehr interessant, dass Deutschland jetzt diesen harten Lockdown als erstes macht.
es ist natürlich zu erwarten, dass die anderen Länder folgen. Ja, also wir sitzen hier auf den Kanaren ja auch auf heißen Stühlen und warten. Wann geht es hier weiter und los? Aber ich finde das sehr bezeichnend. Und wenn wir jetzt mal die Hoffnung haben, da passt eins zum anderen und der Lockdown wird untergründig benutzt, damit aufgeräumt werden kann. Ich behalte diese Hoffnung. Keiner weiß es, wir werden es sehen. Weil dann sind die Menschen drin. Sie sind so geschützt, sehen drinnen, sicher geschützt. Es kann ihnen nichts passieren. Wer weiß? Wir werden es sehen. Das ist der Vorteil jetzt des Internets. Es läuft alles, die Vernetzung ist top. Es wird durchkommen. So. Dann noch was. Auch eine super Info, die natürlich in den öffentlichen Medien gar nicht kam. Das wird jetzt sehr politisch, wahrscheinlich kriege ich es nicht richtig hin. Ich mache es auch nur ganz, ganz grob. Trump hat einen Friedensvertrag im Nahen Osten geschlossen. Das hatte was mit Marokko und Israel zu tun. Und zwar irgendwie so, dass Marokko Israel anerkennt. Legt mich nicht fest. Die Essenz aber ist, das ist das, was mir wichtig war und das ist das, was ich von dem Bericht mir gemerkt habe, dass damit Marokko aufgebaut werden kann und somit ein prosperierendes Land werden kann. Ergo, die Menschen, die nicht mehr glücklich sind in Afrika, nicht nach Europa kommen, sondern, ich sage es jetzt mal lapidar, sich das in Marokko schön machen können. Also es hat so gesehen eine große Bedeutung für Europa. Auch dieses Video packe ich euch rein. Also viele, viele Videos werde ich unten in den Links packen. Ich packe noch einen Link zu meinem Telegram-Kanal. Da tue ich nach wie vor immer alle Videos rein, die ich als wichtig, informativ und hilfreich ansehe. Videos, Dateien, weiß der Geier was. Heißt auch mir wieder Teneriffa. Es ist super spannend. Und wie gesagt, Weihnachten ist noch nicht. Der 21. Dezember, das Datum, was ich letztes Mal genannt habe, ist noch nicht. Wir sind alle weiter am Beobachten. Wir dürfen uns nicht kirre machen. Also kann ich jedem nur raten, meine Auszeiten, wenn es mal nur ein halber Tag war, hervorragend. Also ich nehme die immer mal zwischendurch. Aber das war jetzt noch mal einmal einer und top obendrauf. Macht das. Spannend geht's weiter. Freut euch über die lieben und guten Menschen, die ihr jetzt durch diese Geschichte kennenlernt. Und sei es nur über diese ganze Vernetzung. Es ist so viel wert. Es ist wirklich traurig, aber es zeigt, ja, wie die Menschheit leider geworden ist. Der Großteil. Ihr natürlich nicht. Danke euch fürs Zuhören. Bis zum nächsten Mal. Eure Kirsten von Teneriffa.